We have one more talk next Sunday. Nächsten Sonntag folgt eine weitere After Rede. There'll be five question and answer meeting. Danach haben wir noch 5 Treffen mit Antworten auf Fragen. As I said last time that we met here, beim letzten Treffen meinte ich, that we talk about death, dass wir noch über den Tod sprechen würden. A nice morning. Tut mir leid, an so einem schönen Morgen. The ending of sorrow, und über das Ende des Leids. And what perhaps one can come upon what is love and compassion. Und vielleicht kommen wir noch darauf, was Liebe und Mitgefühl ist. Today and on Monday and Sunday, what is meditation, right? Darüber wollten wir heute sprechen und am Sonntag wollten wir über Meditation sprechen. We've talked quite a good deal about various aspects of life, of our daily existence, how important it is. Wir haben viel über verschiedene Aspekte des Lebens und unseres täglichen Daseins gesprochen und wie wichtig es ist, structure and the nature of the brain and the mind. Und wie wichtig es ist, sich selbst zu verstehen und die Struktur und das Wesen von Gehirn und Geist. Vielleicht haben einige zugehört und haben sich eingehend damit befasst. Andere vielleicht nur flüchtig, oberflächlich. Und die anderen may say, we all know this. We have read about it. We have been to Asia, India, and other countries, gathering lot of information. Und wieder andere sagen vielleicht, das kennen wir alles, das haben wir gelesen. Wir haben in Asien und anderen Ländern eine Menge Informationen gesammelt, und jetzt wollen wir sehen, was Sie zu sagen haben. Heute ist ein klarer Tag, deshalb werden Sie eine Menge Lärm hören. We talked about the art of seeing. Wir haben über die Kunst des Sehens gesprochen. The art of listening. Die Kunst des Zuhörens. And the art of learning. Und die Kunst des Lernens. Shall I go on in spite of that? Soll ich trotzdem weitermachen? It's a lovely, peaceful world. Es ist eine schöne, friedliche Welt. And if I may, I would like to talk about first the art of listening. Ich würde gern zuerst über die Kunst des Zuhörens sprechen. The word art means to put everything in its proper place. Das Wort Kunst bedeutet, alles an seinen Platz zu rücken. That is the root meaning of that word. Das ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. That means to have order. Es bedeutet, dass Ordnung herrscht. Not only physical order, nicht nur physische Ordnung, where one lives in the room one lives, in dem Raum, in dem man lebt, order within oneself,
sondern auch Ordnung in einem selbst. This order we talked about the other day too. Darüber haben wir neulich schon gesprochen. But there is an order in listening. Aber es gibt auch eine Ordnung beim Zuhören. We not only hear with the hearing of the ear. Wir hören nicht nur mit dem Ohr. But also we hear much more deeply, beyond the ear. Sondern noch viel tiefer, jenseits der Ohren. That is, we understand the words if one is speaking English or French or German or Italian. Das heißt, wir verstehen die Worte, sei es Englisch, Französisch, Deutsch oder Italienisch. Die Worte werden im Gehirn übermittelt. Ihre Bedeutung wird festgestellt und angenommen oder zurückgewiesen, gemäß unserer Konditionierung. So funktioniert es im Allgemeinen. Das nennen wir Hören. Hearing with your ears, hören mit den Ohren, transmitting that what is said, das Übermitteln des Gesagten through nerves and so on to the brain, über die Nerven zum Gehirn, of what is you, of the usage of words, Interpretation der Wortwahl und das Annehmen oder Ablehnen. But there is another art of learning. Aber es gibt noch eine andere Kunst des Zuhörens. That is not only here with the ears. Das heißt nicht nur mit den Ohren. If one may use the word unconsciously. Sondern unbewusst, in der Tiefe. I do not know if you ever tried that. Ich weiß nicht, ob Sie das je versucht haben. That is to listen to the words. Auf die Worte zu hören. And to find out und herauszufinden the truth of the, of any statement that is made by the speaker. Ob es wahr ist, was not der Sprecher sagt, nicht nur intellektuell, not only with considerable doubt, nicht nur mit dem gebotenen Zweifel, but also to listen without any resistance, sondern auch ohne jeden Widerstand zuzuhören. Which does not mean accept. Was nicht bedeutet, dass man akzeptiert. But to listen so profoundly with great attention. Sondern so gründlich und aufmerksam zuzuhören. The very act of listening. Dass der Vorgang des Zuhörens. Brings about a total breaking down of the pattern of the brain. Dass der Vorgang des Zuhörens selbst zum Zusammenbrechen unseres Denkmusters führt. Ich weiß nicht, ob ich mich hier verständlich gemacht habe. Unser Gehirn funktioniert in Mustern. Egal, ob modern oder alt, traditionell oder traditionslos, in a particular groove, es denkt in bestimmten Bahnen, political, economic, religiös, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. They never come together. Aber sie kommen niemals zusammen. To listen with complete attention. Das heißt, so aufmerksam zuzuhören, breaks down the pattern of the brain. Dass dadurch das Denkmuster zusammenbricht. Können Sie dem folgen? Suppose one listens to a statement. Nehmen wir an, man hört eine Aussage. As the past, please listen to this for a minute. The past is giving meaning to the present. Die Vergangenheit. And therefore, the present has no meaning. Die Vergangenheit gibt der Gegenwart Bedeutung. Und deshalb ist die Gegenwart ohne Bedeutung.
The past is giving meaning to the present. Die Vergangenheit gibt der Gegenwart and Bedeutung. The present has no meaning at all. Und daher hat die Gegenwart überhaupt keine Bedeutung. Not only with your ears, man hört das nicht nur mit den Ohren. Listens to find out the truth of it. Man will auch herausfinden, ob das wahr ist. Or the falseness of it. Oder ob es falsch ist. The significance of it. Welche Bedeutung das hat. Welche Tiefe. And this is not possible if you are merely intellectually comprehending. Und das ist nicht möglich, wenn Sie bloß intellektuell verstehen. If you are merely allowing the intellect to dominate, wenn Sie nur dem Intellekt erlauben zu dominieren, it reasons, der dann überlegt, not logically, logisch oder unlogisch, come to a conclusion. Und zu einem Schluss kommt. But whereas, if you are willing to listen to that statement which has just been made, wenn Sie jedoch bereit sind, der Aussage zuzuhören, so hören Sie entweder so vollständig zu, so that either it rings a real bell inside you as it was, dass innerlich eine Glocke tönt, the truth of that statement, und Sie die Wahrheit der Aussage erkennen, the intellect begins to interpret what has been said. Oder aber der Intellekt fängt an, das Gesagte zu interpretieren. Ist das einigermaßen klar? Die Kunst des Zuhörens. Zuhören ist vielleicht die umfassende Reaktion der Gesamtstruktur von Geist und Gehirn. Eine totale Reaktion. Harmonisch, without any direction, ohne jede Richtung, interpretation, ohne jede Interpretation, lediglich der Akt des Zuhörens. Can we proceed from there? Können wir von hier aus fortfahren? First of all, let us talk over together the question whether suffering can ever end. Lassen Sie uns zuerst über die Frage sprechen, ob Leiden jemals aufhören kann. For man. Das war immer ein Problem für den Menschen. And not only the so-called personal suffering, nicht nur das persönliche Leiden, but the universal suffering of mankind, sondern das allgemeine universelle Leiden der Menschheit. The suffering either of the so-called individual, das Leiden des Einzelnen, wie auch der Menschheit, ist dasselbe. Suffering is the same. Das Leiden ist dasselbe, mine or another's. Egal, ob es das Ihre, meines oder das eines anderen ist. In a different way. We may have a cause for that suffering in another direction, but essentially suffering is common to all man. Das Leiden ist im Wesen allen Menschen gemeinsam. So it is not your suffering. Deshalb ist es nicht Ihr Leiden, but human suffering, sondern das Leiden des Menschen. Tolerate that statement. Ich weiß nicht, ob wir diese Aussage hinnehmen können. Whether. Because most of us are individualistic. Weil die meisten von uns individualistisch sind. That is our training, our education, our das heißt, culture, unser Training, unsere Erziehung und Kultur macht uns zu Individuen. Separate from another. Trennt uns voneinander. Not only biologically, nicht nur biologisch, physically, körperlich, but also inwardly, sondern auch innerlich. Our worries are different from other worries. Our anxieties, our fears, our sorrows, our despairs are personal, ours. Wir glauben, unsere Sorgen unterschieden sich von denen eines anderen. Unsere Ängste, Leiden, Verzweiflung seien persönlich,
gehörten uns und hätten nichts mit denen der anderen zu tun. Diese individuelle Existenz wird von den Religionen bestärkt. Die Einzelseele wird erlöst und so weiter. The individual must strive, apart from others, to reach Nirvana, heaven, moksha, whatever you like to call it. Und auch in Asien muss jeder für sich Nirvana, Himmel, Moksha oder was auch immer erreichen. Through centuries that we are separate human beings. Jahrhundertelang wurden wir darauf konditioniert, dass wir voneinander getrennte Menschen sind. Now, is that so? Ist das wirklich so? And because we are separate individual human beings, we think we are free. Und als getrennte, eigenständige Menschen meinen wir, wir seien frei, könnten tun, was wir wollen. Follow this path or that path, that guru or the another guru. Könnten diesem oder jenem Weg oder Guru folgen. Follow certain ideals and so on, so. Oder bestimmten Idealen und so weiter. First, we must question. Doubt. Deshalb müssen wir zuerst hinterfragen, whether you are really an individual, ob sie wirklich ein Einzelwesen sind. Or it is an illusion which has been sustained constantly. Oder ob es eine Illusion ist, die kontinuierlich aufrechterhalten wurde. The education that you are essentially different from another. Aufrechterhalten wurde durch die Idee oder Erziehung, dass sie sich im Wesentlichen voneinander unterscheiden. Wir werden diesen Glauben, dass wir Einzelwesen sind, hinterfragen. Das Wort Individuum bedeutet ungeteilt, unteilbar. But we are not indivisible. We are divisible. We are broken up. Aber wir sind nicht unteilbar, wir sind teilbar, gespalten, bruchstückhaft. Constantly in conflict. Leben ständig in Konflikt. And when you examine the psychological structure of every human being, wenn Sie den geistigen Zustand jedes Menschen untersuchen, so gibt es einen konstanten Faktor. Im Westen, Osten oder wo auch immer. Und dieser gemeinsame Faktor ist, dass alle Menschen schreckliche Zeiten durchleben. Elend, Verwirrung, Angst, Verzweiflung. Sei es in Indien, Amerika oder hier. Das ist der gemeinsame psychische Faktor. Ihre psychische Struktur haben Sie also mit der ganzen Menschheit gemeinsam. Deshalb sind Sie kein eigenes psychisches Wesen. Den meisten Menschen fällt es sehr schwer, das zu erkennen oder dem zuzuhören, weil sie so konditioniert sind. Die ganze Kultur ist basiert auf. Weil die gesamte Kultur darauf beruht, individuelle Erlösung, being redeemed by a savior, Erlösung durch einen Heiland, individual striving to become, individuelles Streben, gegen die anderen etwas zu werden, in opposition to the rest, and so on and so on. Und so weiter. So if you see by listening to this, either the truth of it, wenn Sie also beim Zuhören diese Wahrheit erkennen, or either reject it, oder es ablehnen, most of will do, was die meisten wahrscheinlich tun werden, or find out for yourself through observation, oder wenn Sie selbst durch Beobachtung herausfinden, not through analysis, nicht durch Analyse, but through observation, sondern durch Beobachtung ihrer eigenen Konditionierung. Dann entdecken Sie, dass es psychisch eins ist. Wenn Sie also Ihre Beobachtungsfähigkeit nutzen,
without prejudice, ohne Vorurteil, without your condition, ohne ihre Konditionierung, then we can talk, go together, talk over together the suffering of mankind. Dann können wir miteinander über das Leiden der Menschheit sprechen. Die Menschheit sind Sie. The world is you and you are the world. Die Welt sind Sie und Sie sind die Welt. Physically different. Sie unterscheiden sich vielleicht körperlich. Blonde and dark skin, black skin, white skin, purple skin, yellow skin, all the rest of it. Sie mögen weiße, rote oder gelbe Haut haben und so weiter. So we are not We are talking about sorrow. Wir sprechen also über das Leid. Das Leid des Menschen. Universal sorrow. Das universelle Leid. Sorrow of every human being on this earth. Das Leid jedes Menschen auf dieser Welt. No one seems to escape from it. Niemand scheint dem zu entgehen. Either that sorrow is brought through death of another. Dieses Leid entsteht, wenn jemand anderes stirbt. The failure to achieve a result. Oder wenn ein Ziel nicht erreicht wird, the light of success, wenn man keinen Erfolg hat, religious, spiritual world, so-called spiritual world, or in the physical world. Sei es in der sogenannten spirituellen oder in der materiellen Welt. Or losing a job, oder wenn man seine Arbeit verliert. The danger of complete loneliness. Oder die Gefahr fürchtet, vollkommen einsam zu sein. All these factors contribute to sorrow. All diese Faktoren tragen zum Leid bei. Death, disease, old age. Tod, Krankheit, Alter. Cripple, you know, all the rest of it. Gebrechlichkeit und so weiter. Crippled both physically and psychologically. Gebrechlichkeit sowohl physisch als auch psychisch. And the saint. Der Neurotiker und der Heilige. And generally, the saints are neurotic. Im Allgemeinen sind die Heiligen neurotisch. I know it's difficult for the Christian and the Asiatic world to accept such a statement. Ich weiß, es fällt schwer, so eine Aussage zu akzeptieren. Aber wenn Sie das genau untersuchen, without any prejudice, ohne jedes Vorurteil, this constant pursuit to become something. Dieses ständige Streben, etwas zu werden, entweder in der materiellen oder in der geistigen Welt, etwas zu werden. Dieses Etwas wird vom Geist projiziert, als Vorstellung, Konzept, und man strebt danach, das zu erreichen. But what is projected, what is the ideal, is constructed, put together by thought. Aber die Projektion, die Vorstellung, ist vom Denken zusammengesetzt. And thought in itself is everlastingly limited. Und das Denken selbst ist für immer begrenzt. And a man who is striving within the field of limitation is either idiotic, non-observant, or some kind of unbalanced. Und ein Mensch, der sich innerhalb einer Begrenzung abmüht, ist entweder idiotisch, unaufmerksam oder eine gestörte Persönlichkeit. That's the first three. Das ist der erste Zug. We'll have three more. Wir werden noch drei weitere haben. So we are talking over together, if you will, this question of sorrow of mankind, of which you are. Wir sprechen also gemeinsam über die Frage des Leids der Menschheit, zu der Sie gehören. And man has lived with this sorrow. Der Mensch hat immer mit diesem Leid gelebt. There have been 5,000 wars. Es hat 5000 Kriege in der Geschichte gegeben. And you can imagine what tears, wounds, pain, anxiety,
brutality, cruelty during all these 5000 years. Und Sie können sich vorstellen, die Tränen, Wunden, Schmerzen, die Angst, die Brutalität, Grausamkeit in diesen 5000 Kriegen. Und wir machen immer noch weiter. Still going on with our tribal wars. Wir setzen immer noch unsere Stammeskriege fort. And we also, during all these many millennia, und in all diesen Jahrtausenden konnten wir dieses Problem nie lösen. Es nie so vollständig beenden, dass eine neue Energie entstand. Eine Energie völlig anders als die Energie des Denkens, des Schmerzens und des Leidens. We are together, if you will, go into it. Wenn Sie wollen, werden wir uns zusammen damit befassen. Was ist Leiden? And why has man put up with it? Und warum nimmt der Mensch es hin? Can it be ended by will? Kann man es willentlich beenden? Or is there a cause for it? Hat es eine Ursache? If there is a cause, it can be ended. Wenn es eine Ursache hat, kann es beendet werden. An end. Was eine Ursache hat, hat auch ein Ende. Das war das Thema der vorangegangenen Reden. Das ist das Gesetz. Wenn es eine Ursache gibt, dann gibt es auch ein Ende. Wir fragen also als Menschen, nicht als Einzelwesen, wir fragen, why mankind, why you and another, warum die Menschheit, Sie und andere, damit leben, as with fear, mit Angst, as with conflict, mit Konflikt, outwardly and inwardly, sowohl außen als auch innen, warum leben wir damit? We are never free of it. Und sind nie frei davon. And if one is aware, und wenn man sich bewusst ist, to observe the actual sorrow that one has. Bewusst in dem Sinn, dass man sein tatsächliches Leid beobachtet. Not invented sorrow, kein erfundenes Leid, but the actual despair, sondern die tatsächliche Verzweiflung, the terrible loneliness, die tatsächliche schreckliche Einsamkeit, sense of deprivation, das Gefühl des Mangels, the hopelessness of a life that has no meaning, die Hoffnungslosigkeit eines Lebens, das keinen Sinn hat. Sie erfinden vielleicht einen Sinn, but actually if you observe, aber wenn Sie wirklich beobachten, life as it is lived has no meaning. Hat das Leben, wie es heute gelebt wird, keinen Sinn. Into the office, geht ins Büro, factory, in die Fabrik, for the rest of one's life, bis ans Lebensende, occasional holiday, hin und wieder Urlaub, with bad weather, mit schlechtem Wetter. And this is the way of existence. Und das ist unser Dasein. What is sorrow? Was ist Leiden? The word sorrow comes also with the word passion. Das Wort Leid hängt auch mit dem Wort Leidenschaft zusammen. Together these two words. Diese beiden Wörter gehören zusammen. Not lust. Leidenschaft, nicht Lust. Not sexual demands. Nicht sexuelles Verlangen. But passion. Sondern Leidenschaft. And suffering go together. Leidenschaft und Leiden gehören zusammen. When you suffer a great deal, wenn Sie sehr viel leiden, in the sense you have lost somebody, weil Sie jemanden verloren haben, loved, den Sie geliebt haben, loved, geliebt in Anführungsstrichen, and suddenly find yourself utterly lonely,
Und plötzlich fühlen sie sich zutiefst einsam, unrelated, ohne Beziehung, isolated, isoliert, because you have depended, weil sie abhängig waren, that person, gebunden an jene Person. Something else, and that has, that sense of attachment to a person has come suddenly to an end. Und diese Verbundenheit ist plötzlich zu Ende. You have lived together, talked together, laughed. Sie haben zusammen gelebt, gesprochen, gelacht. Sie haben Felder und Berge durchwandert, sind den Flüssen gefolgt und plötzlich sind sie verlassen. Ich bin sicher, Sie kennen das alle. Und der Geist, incapable of understanding this suddenness, unfähig, das Unerwartete, diesen Verlust zu verstehen, sucht dann Trost. Können Sie folgen? Psychologischen Trost. Geht in die Kirche zu Gurus, liest Bücher, geht zum Fußball. Das ist alles ähnlich, egal ob es eine religiöse Zeremonie oder eine Fußballzeremonie ist. Das ist alles emotionale Erregung. Und wir flüchten vor dem Hauptproblem, dass wir etwas verloren haben, das uns am Herzen lag. Und from that isolation, one begins to withdraw. Dieser Isolation will man sich entziehen, verstehen Sie? Together? Denken wir zusammen nach? Withdraw. Man will sich entziehen. Come either bitter, entweder wird man verbittert, lose one's mind, verliert den Verstand, a tremendous shock, wenn es wirklich ein schwerer Schock war, oder man kommt zur Reinkarnation zurück und so weiter. And the priests and the gurus are too willing to offer help. Die Priester und Gurus bieten nur zu gerne Hilfe an. Und sie verfangen sich und sind für immer darin verloren. Aber sie haben die Wurzel des Leidens nicht erfasst oder verstanden. Are we meeting each other? Verstehen wir einander? Are we right? Is sorrow, ist Leid the concentration, das Konzentrat, der Ausgangspunkt, of all one's isolating activities in life. All unserer isolierenden Aktivitäten im Leben. Verstehen Sie? All one's life, das ganze Leben lang, through various actions, durch verschiedene Handlungen, and so on, Wünsche und so weiter, narrowed this enormous complex energy of life into a certain narrow groove. Reduziert man die ungeheuer komplexe Lebensenergie auf ein schmales Gleis. This narrow groove is the me. Und dieses schmale Gleis ist das Ich. My struggle, my happiness, my sorrow. Mein Kampf, meine Freude, mein And Leid. This tremendous energy of life, diese ungeheure Lebensenergie, down to a small little entity. You follow? Diese ungeheure Lebensenergie wird auf ein winziges Gebilde reduziert. And one is never aware of all that. Man ist sich all dessen nie bewusst. Dieses Isolationsprozesses im täglichen Leben durch Ehrgeiz, durch Aggression, acting
wenn man nur für sich etwas tut, seine eigenen Wünsche verfolgt. Das hat diese enorme Energie auf diesen winzigen Punkt reduziert. Und ist Leid ein Hinweis? Emphasizes this extraordinary sense of separation. Dass dieses außerordentliche Gefühl der Trennung betont. You're following this? Können Sie dem folgen? Is it too difficult? Ist es zu schwierig? We're not talking in abstraction. Wir sprechen nicht in abstrakten Begriffen. In theories. In Theorien. Either theological. Or theoretical. Weder theologisch noch theoretisch. We are talking over together. Wir sprechen darüber. Practical way of ending this business. Wie wir diese Sache ganz praktisch beenden können. Enormous burden that man has carried. Diese enorme Last, die der Mensch trägt. And sorrow may be the indication. Leid könnte ein Hinweis sein, that dependence attachment is corruption. Dass Abhängigkeit und Bindung and Korruption bedeuten. Is also a form of corruption. Und der Tod auch eine Form der Korruption ist. No. You're all moved, sir. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Sorry. We're uncovering slowly, bit by bit, the cause of sorrow. Wir decken langsam, Schritt für Schritt, die Ursache des Leidens auf. First of all, when another dies, there is physical shock. Wenn jemand stirbt, kommt es erst einmal zu einem körperlichen Schock. And when the shock is over, und wenn der Schock vorbei ist, there is the mental, emotional, psychological sense of utter, desperate loneliness. Dann ist da dieses geistige, emotionale, psychische Gefühl von völliger, verzweifelter Einsamkeit. I'm not inventing all this. This ich erfinde dies alles nicht. Life. Das ist unser Leben. And if we do not escape, avoid, wenn wir nicht flüchten, vermeiden, and be totally with the fact of this sense of isolation. Sondern vollkommen bei der Tatsache dieses Gefühls der Isolation bleiben, running away from it, anstatt davor wegzulaufen, crying, zu weinen, despair, you follow all the things that Verzweiflung happen, und so weiter, and be completely attentively with the fact that one is totally through various activities brought about this isolation. Können wir vollkommen aufmerksam bei der Tatsache bleiben, dass wir durch verschiedene Aktivitäten diese ganze Isolation verursacht haben? Das ist der zweite Zug. So ending of sorrow is not at the moment of losing somebody. Das Beenden des Leides ist nicht in dem Augenblick, da wir jemanden verlieren, verstehen Sie? Not being able to fulfill in something. Oder keine Erfüllung finden. Or not try to become something, climbing the ladder. Oder nicht mehr versuchen, etwas zu werden, die Erfolgsleiter hinaufzuklettern. Mundane, sei es spirituell oder weltlich. At the moment of death of someone who liked or loved or been a companion.
Es liegt auch nicht in dem Augenblick, wenn jemand stirbt, den sie gemocht oder geliebt haben oder dessen Freund sie waren. Leid entsteht nicht in diesem Augenblick. Es begann schon lange davor. Es begann schon lange davor. Lange davor in dem Sinn, dass alle ihre Handlungen diese Isolation verursacht haben, der sie sich nicht bewusst sind, die wir für normal halten. Leid könnte der Hinweis auf etwas sein, das sie getan haben. Verstehen Sie? So can this isolating process come to an end? Not kann also dieser Isolationsprozess enden? Nicht im Augenblick des Todes und indem man den Tod versteht und so weiter, sondern die Ursache dieses Isolationsvorgangs. Is the cause of this isolating movement the idea I am an individual? Ist die Ursache dieses Isolationsvorgangs die Idee, ich bin ein Einzelwesen, ich bin nicht der Rest der Menschheit, ich bin verschieden, ich werde durch mein eigenes Bemühen erlöst, durch meine eigene isolierende Suche, meine isolierende Aktivität. Das ist der Anfang. Kann diese Ursache, die der Anfang ist, da enden? Are we going together? Gehen wir zusammen? Not verbally, please. Any person can see this verbally very clearly. Nicht nur in Worten. Jeder kann das mit Worten klar sehen. Go into the depth. Sondern in die Tiefe vorzudrängen, Herz und Geist hineinzulegen. Can there be an action which is not isolating? Kann es also eine Handlung geben, die nicht isoliert? Any action. Irgendeine Handlung. That can action only take place when one understands the nature of love. Eine solche Handlung kann nur stattfinden, wenn man das Wesen der Liebe versteht. Not the love of a guru or God or books and your wife or love. Nicht die Liebe für einen Guru, für Gott, Bücher oder für ihre Frau, sondern Liebe. In which there is no sense of jealousy. Liebe, in der es keine Eifersucht gibt. Right? How can a man who is aggressive or a woman know what love is? Denn wie kann ein Mann oder eine Frau, die aggressiv sind, wissen, was Liebe How ist? How can a man who is ambitious? Wie kann ein Mensch, der ehrgeizig ist, concerned about himself, der sich nur um sich selbst kümmert, um seinen Fortschritt, his happiness, sein Unglück, um seine Ängste, der sich nur um sich selbst kümmert. Wie kann dieser Mensch leben? And there is this Asiatic idea. Da gibt es diese Vorstellung in Asien. Also perhaps it exists too here. It does. Sie existiert sicher auch hier. Surrender yourself to God. Und diese Vorstellung besagt, geben Sie sich Gott hin. Verstehen Sie? Or surrender yourself to the Guru. Oder geben Sie sich dem Guru hin. Vanity of the Guru. Der Eitelkeit des Guru, verstehen Sie? You follow all this? Können Sie dem Ganzen folgen? Which means truth is not so important as you are surrendering yourself to an image. Das bedeutet, die Wahrheit ist nicht so wichtig wie ihre Hingabe an ein Bild, das der Geist erschaffen hat. Your guru, whether ihr Guru, himself or the rest of it, is a concept in your mind.
an image which you have created, what a guru should be. Ihr Guru ist Ihre geistige Vorstellung, ein Bild, das Sie sich davon machen, was ein Guru sein sollte. Und natürlich stellt er sich entsprechend diesem Bild dar. Sie sind alle so kindisch. So, is there an action? Gibt es also eine Handlung, which is not born out of desire? Eine Handlung, die nicht aus Verlangen entsteht. Ich bin neulich auf den gesamten Vorgang des Verlangens eingegangen. Was bedeutet, ist Liebe Verlangen? Sagen Sie nicht Nein. Es ist zu leicht, Nein zu sagen. But to discover it, understand the nature of desire. Aber das Wesen des Verlangens zu entdecken und zu verstehen, mit all seinen Bildern und mit diesen Bildern Schluss zu machen, dazu muss man erkennen, dass Verlangen nicht Liebe ist. Und Vergnügen. Sei es in der Suche nach Gott, im Dienst an der Gesellschaft oder in der Hilfe für andere. Im Grunde genommen ist das alles das Streben nach Vergnügen. Aber Vergnügen ist keine Liebe. Sind Sie bereit, bis hierher zu folgen? Oder Ihr sexuelles Vergnügen. Das Vergnügen, jemand in der Welt zu sein. Das Vergnügen, im Inneren etwas erreichen zu können. Indem man an einer bestimmten Erfahrung festhält, die durch Drogen entstanden ist, durch Alkohol, some kind of hypnotic presence of your guru, durch die hypnotische Erscheinung Ihres Gurus, and holding on to that experience, eine Erfahrung zu haben und an ihr festzuhalten, all that, das bereitet Vergnügen. Is that love? Ist das Liebe? Will we go together into this? Wollen wir uns gemeinsam damit befassen? Es ist Ihr Problem. You sit there, Sie sitzen da, listen, hören zu, stimmen see the logic of it, sehen, dass es logisch ist, see the sanity of it, vernünftig, the reasonableness of it, annehmbar, the intellectual comprehension of it, dass Sie es intellektuell begreifen. You leave here, this tent, you're back again in the old game. Aber wenn Sie das Zelt verlassen, spielen Sie wieder das alte Spiel. So you are willing, Sie sind also bereit, als menschliches Wesen carry on this burden of sorrow, diese Last des Leids weiterzutragen. Right? And a mind that lives in sorrow can never be free. Ein Geist, der in Leid lebt, kann nie frei sein. Verstehen Sie? And it's only a mind that is totally free from sorrow, we know what compassion is. Und nur der Geist, der vollkommen frei von Leid ist, kann wissen, was Mitgefühl ist. The act of compassion, ein Akt des Mitgefühls, is the act of intelligence. Ist ein Akt der Intelligenz. We mean by that word not the intellectual capacity of discernment. Mit dem Wort Intelligenz meinen wir nicht die intellektuelle Fähigkeit zu urteilen, zu unterscheiden, logisch zu denken, judge, zu urteilen, to weigh, abzuwägen. All that is the capacity of the intellect. Das alles sind Fähigkeiten des Intellekts. So intellect has its own intelligence. Der Intellekt hat seine eigene Intelligenz. You're feeling this?
dem folgen. But we are talking of totally different kind of intelligence. Wir sprechen aber über eine ganz andere Art the von Intelligenz. Intellectual intelligence we all have, more or less. Die normale intellektuelle Intelligenz haben wir mehr oder weniger alle. Educated, weil wir angeblich gebildet sind, books, Bücher lesen, clever at argument, gewandt im Argumentieren sind, another, einer Meinung so eine andere entgegenhalten können und so weiter. Where there is compassion, the intellect has very little part. Aber am Mitgefühl selber hat der Intellekt wenig Anteil. Where there is compassion, which comes into being without your inviting, Mitgefühl entsteht, ohne dass Sie es einladen. When there is the ending of sorrow. Es entsteht, wenn das Leiden endet. The ending of sorrow is the beginning of wisdom and therefore intelligence. Das Ende des Leidens ist der Beginn der Weisheit und daher Intelligenz. Versteht Sie das alles? Aber Sie tun es nicht. You are probably, I hope not, persuaded by the speaker. Wahrscheinlich lassen Sie sich vom Sprecher überzeugen. Von seiner Gegenwart beeinflussen, das wäre Unsinn. But if you were really go into this very deeply, wenn Sie sich aber in der Tiefe damit befassen, you will find, dann werden Sie entdecken, your energy, which is being dissipated now in idealistic actions, dass Ihre Energie, die jetzt vergeudet wird durch idealistische Aktionen, individual narrowing down of action, durch ein auf das Persönliche begrenzte Handeln, wastage of energy, dass durch diese ganze Energieverschwendung making the mind shallow, dass dadurch der Geist oberflächlich wird, making the, not allowing the capacity which the brain has, immense capacity, diese Energieverschwendung lässt die immense Kapazität des Gehirns nicht zu, structure becoming more and more narrow, shallow. Sie lässt die psychische Struktur immer enger und oberflächlicher werden. So. Compassion goes with intelligence and wisdom, which is the very nature of intelligence. Mitgefühl geht einher mit Intelligenz und Weisheit. You can argue logically, sanely, but with the quality of compassion. You understand? Mitgefühl geht einher mit Intelligenz und Weisheit. Es ist die eigentliche Natur der Intelligenz. Mit dieser Intelligenz können Sie vernünftig und logisch argumentieren und sogar mit der Fähigkeit zu Mitgefühl. Verstehen Sie? Love, compassion and the ending. Liebe, Mitgefühl und das Beenden, das ist der Tod. You get this? No. Verstehen Sie das? You see, your minds are not quick enough. Sehen Sie, Ihr Geist ist nicht schnell genug. Want explanation. Sie wollen immer Erklärungen. We don't see immediately the beauty of that statement. Wir erkennen nicht sofort die Schönheit dieser Aussage. We are going now to inquire into what is death. Wir werden jetzt untersuchen, was der Tod ist. I don't know. One doesn't know if you are interested in this inquiry. Ich weiß nicht, ob Sie an dieser Untersuchung interessiert sind. Manche Leute sagen, ich hasse den Tod. I hate poverty. Ich hasse Armut. The gurus do this. Die Gurus sagen das. Say this. And when now, when there is little noise in the air, wir können jetzt, als leiser ist, darüber nachdenken, was der Tod ist. But all of us have to face it. Weil wir ihm alle ins Auge sehen müssen. Old or young, or alt oder jung.
living in great luxury, money and all the rest of it. Wir gebrechlich sind, in großem Luxus leben, Geld haben. And the Pope and the little priest in the parish village, they all have got to face. Die Heiligen und der Durchschnittsmensch und der kleine Priester, even alle müssen dem ins Auge sehen. Auch Marx musste es. The communists have to face it. Die Kommunisten müssen es. The psychologists have to face it. Und auch die Psychologen. So, being ordinary human beings, als gewöhnliche Menschen, not professionals, nicht als Fachleute, but then those people who are professionals are already committed. Denn Fachleute sind bereits festgelegt. Professional gurus, professional priests, professional psychologists, professionelle Gurus, Priester, Psychologen, die sind bereits festgelegt. You are already corrupt. Und wer festgelegt und gebunden ist, ist auch bereits korrumpiert. So we are going to inquire what is death. Wir wollen jetzt untersuchen, was ist der Tod? That means, what is death? Das heißt, was ist dieser Tod? Mankind from the beginning of time has been frightened. Dieser Tod, vor dem die Menschheit seit Anbeginn der Zeit Angst gehabt hat. What is an ending? Was ist Aufhören? An ending. Beenden. The ending of smoking. Beenden, aufhören ending zu rauchen. Drug. Aufhören, Drogen ending zu nehmen. Non-drinking alcoholic stuff. Aufhören, Alkohol zu trinken. Ending of something or other. Ending. Das Beenden von irgendetwas. You understand my question? Verstehen Sie? Do we ever end anything? Beenden wir jemals etwas? Or continue the pattern in different colors? Oder setzen wir das Muster in anderen Farben fort? I give up this pattern. Ich gebe dieses Muster auf und fange ein anderes an. I give up this conditioning, take on another condition. Ich gebe diese Konditionierung auf, nehme eine andere an. I go from one psychologist to another psychologist. Ich gehe von einem Psychologen zu einem anderen. With a new set of words. Der neueste mit dem neuesten Jargon. So, is there ever an ending to anything in our life? Hört in unserem Leben also jemals etwas auf? Inquire with me. Don't just sit there and just listen. Find out. Bitte forschen Sie mit mir. Finden Sie es heraus. Or there is a constant continuity of the same thing in different directions. Oder geht es ständig weiter mit derselben Sache, nur in unterschiedlicher Form? Do you end anything without etwas beenden ohne Motiv? You understand my answer? Without the action of will, I will end. Ohne Willen sagt, ohne zu sagen, ich höre auf. Inquire. Untersuchen Sie das. Naturally give up and end something which gives you delight. Haben Sie auf natürliche Weise mit etwas aufgehört, das Ihnen Freude bereitet? You will give up some, you will end something which is painful. Sie hören leicht mit etwas auf, das schmerzhaft ist. But will you end something which gives you great pleasure without any motive? Aber hören Sie mit etwas auf, das Ihnen großes Vergnügen bereitet? A projection, ohne Motiv, ohne Willensanstrengung. The ending. Aufhören. And death is the ending. Und der Tod ist das Aufhören. Say for example, you are attached to something. Nehmen wir als Beispiel, dass Sie an etwas gebunden sind. Attached to your wife, to your girlfriend, to a boyfriend, and so on, so on, so on. To a belief, to a dogma, to a ritual, to a theory, to an experience. Attached, holding on. An Freundin, an Freund, Glauben, Dogma,
gebunden sein, festhalten, klammern. Gibt es ein natürliches, einfaches Aufhören dieser Bindung? Ohne Konflikt? Ohne zu fragen, warum sollte ich? Ohne es rational zu erklären? Es einfach aufgeben? Es bleiben lassen? Werden Sie das tun? Nein. Natürlich nicht. If you told your wife or your girlfriend, I am sorry, I am no longer attached to you. Wenn Sie zu Ihrer Frau oder Ihrem Freund sagen, tut mir leid, ich hänge nicht mehr an dir. To whom are you attached? Have a girlfriend, another girl? Dann ist da die Frage, an wem bist du gebunden? Hast du eine andere? So find out while living. Finden Sie während Ihres Lebens heraus, das sogenannte Leben, mit seiner ganzen Mühsal, ob Sie etwas beenden können, freudig, leicht, ohne jeden Konflikt. If you don't, naturally, and this is not a threat, because it's absurd, Wenn Sie es nicht tun, und dies ist keine Drohung, weil das absurd wäre, werden Sie natürlich Angst vor dem Tod haben. Was ist der Tod? Verstehen Sie meine Frage? Was ist dieser Tod, vor dem die Menschen solche Angst haben? Jeder hat Angst davor. Sogar Brezhnev, da bin ich ziemlich sicher. Everybody wants to continue. Jeder möchte fortbestehen, weitermachen. The continuity is what has been. Kontinuität ist das Gewesene. Modified. Das in modifizierter Form andauert. But the same movement of constant continuity of that which has been modified. Es ist immer der gleiche Vorgang. Das Gewesene wird modifiziert und besteht weiter fort. Das ist unser Leben. The conflicts, the wars, the misery, the confusion, that's our living. Das ist unser Leben, die Jobs, die Konflikte, Kriege, das Elend, Verwirrung. Und daran klammern wir uns. Which is to cling to our consciousness. Was bedeutet, wir hängen an unserem Bewusstsein. This consciousness, which each one of us thinks it is totally different. Dieses Bewusstsein, von dem jeder glaubt, es sei völlig verschieden. This consciousness is made up of its content. Dieses Bewusstsein besteht aus seinem Inhalt. You're following all this? Folgen Sie dem? The content is your belief, your dogmas, your rituals, your culture, your knowledge, your Despair, depression, your uncertainty. Der Inhalt ist Ihr Glaube, Ihre Dogmen, Ihre Rituale, Ihre Kultur, Ihr Wissen, Ihre Verzweiflung, Ihre Depression. Consciousness is consciousness of mankind, psychologically. Es ist der ganzen Menschheit gemeinsam. Ihr Bewusstsein ist das Bewusstsein der Menschheit. And to that mind or the brain clings to that. Und der Geist oder das Gehirn klammert sich daran, weil das Sicherheit gibt. It's afraid to let go. Es hat Angst, loszulassen, because you don't know what is going to happen. Weil sie nicht wissen, was geschehen wird. So, if you say, one of the factors of this, of the content of our consciousness, of human consciousness, Sie sehen also, eines der Elemente im menschlichen Bewusstsein ist Bindung. Das ist unser Hauptkonflikt. Der Kommunist hängt an den marxistischen Idealen. Der Katholik an seinen und so weiter. Die Idealisten, die Gläubigen, holding on to it. Leute, die Erfahrung gemacht haben und daran festhalten.
Das ist der Inhalt unseres Bewusstseins. Whether you are a scientist, psychologist, or a guru, or the latest pope. Ganz gleich, ob Sie Wissenschaftler sind, Psychologe, ein Guru oder der letzte Papst. If you take one of the factors of one of the things in this consciousness. Nehmen Sie so ein Element in diesem Bewusstsein, welches Bindung ist. Take anything which is acute and close to you. Etwas Tatsächliches, Persönliches. Find out if it can be ended. Und finden Sie heraus, ob es beendet werden kann. Not struggle, not you follow, I must end it in order to get something else and all that stuff. Kämpfen Sie nicht, verstehen Sie? Don't argue with death. Beenden Sie es. Sie können mit dem Tod nicht streiten. Which is the ending. Das Beenden. There is a marvelous story in the Upanishads of India. Es gibt eine wunderbare Geschichte in den Upanishaden Indiens. Ich werde sie nicht erzählen. Eine gute Geschichte. Denn wir haben nur wenig Zeit. Wollen Sie die Geschichte hören? Natürlich. Anything to divert us, move away from ourselves. Alles, was uns ablenkt, uns von uns selbst wegführt. A Brahmana, you know, ein Brahmane. Sie wissen, was ein Brahmane ist? In India, in the ancient days, in Indien, in den alten Zeiten, everything he had. Gab er alles weg, was er hatte. It used to be old tradition, es war eine alte Tradition, that when you have gathered some things for 5 years, wenn man 5 Jahre lang Dinge angesammelt hatte, work through all that, durch Arbeit und so weiter, you must give everything away. Dass man nach 5 Jahren alles wieder weggeben musste. You understand? Verstehen Sie? Yes. Tun Sie es. Which means never gather anything. Es bedeutet, nie etwas anzusammeln. So they have nothing to give away. Dann haben sie auch nichts wegzugeben. He's giving away his cattle, his house, there are various things. And he has his son. Er gibt sein Vieh weg, sein Haus, verschiedene Dinge. Und er hat einen Sohn. Father, you are giving away everything. Dieser Sohn kommt zu ihm und sagt, Vater, du gibst alles weg. Give me too. You understand? Und wem wirst du mich geben? To give me. To whom are you going to give me? And the father said, please go away. Der Vater sagt, bitte geh weg, sei nicht kindisch. But the boy comes back several times. Aber der Junge kommt mehrere Male and wieder. Ultimately says, Father, und sagt schließlich, Vater, to whom are you going to give me? Wem wirst du mich geben? Father is by now is very angry. Der Vater ist inzwischen sehr verärgert. I'm going to send you to death. Und sagt, ich werde dich zum Tod schicken. And being a Brahmana, und da er ein Brahmane war, musste er sein Wort halten. So he sends the boy away. Also schickt er seinen Sohn weg. That's the fourth trick, third trick, fourth. So the boy goes from one teacher to another on the way to death. Und der Junge geht von einem Lehrer zum anderen auf seinem Weg zum Tod. One teacher says, you live after death. Ein Guru, ein Lehrer sagt, du wirst nach dem Tod weiterleben. You ultimately come to the highest principle. Nach vielen Leben erreichst du schließlich das höchste Prinzip. And he goes to another teacher and he says, I'm going to the house of death. What is there after? Er kommt zu einem weiteren Lehrer und sagt, ich gehe zum Haus des Todes, was kommt danach? Und der Lehrer antwortet, es gibt kein danach, es ist Vernichtung. Und schließlich kommt er zum Haus des Todes. Als er ankommt, ist der Tod nicht da. Verstehen Sie das? Sehen Sie die Schönheit darin? Der Tod ist abwesend.
Also wartet er 3 Tage lang. Am dritten Tag kommt der Tod und sagt: Da du ein Brahmane bist, bitte ich dich um Verzeihung, dass ich dich habe warten lassen. Und da du von so weit herkommst, gebe ich dir alles, was du willst. Bauen, Paläste, Reichtum, alles, was du willst. Der Junge sagt, das alles kann ich haben, aber am Ende werde ich dir begegnen. Du wirst immer da sein, was immer du mir gibst, du wirst immer da sein. Und der Tod sagt, du bist ein wunderbarer Mensch, dass du all dies meidest und die Wahrheit suchst. Ich habe diese Geschichte nicht selbst gelesen, man hat sie mir erzählt. Er geht ein auf die Frage nach der Zeit, dem Selbst und dem Ende des Selbst. Verstehen Sie? Das ist die Geschichte. Tut mir leid, dass sie sich so verliert. Daher fragen wir, can we give away anything that we hold dear? Können wir etwas weggeben, das wir wertschätzen? And is there a continuity? Und gibt es ein Fortbestehen? Please, will you go with me a little while? You're not too tired? Bitte gehen Sie noch eine Weile mit mir. Sie sind nicht zu müde. Is there a continuity of me, the ego? You understand? The me. Gibt es ein Fortbestehen von mir, dem Ego? Verstehen Sie? Das Ich. I die through disease, old age, accident. Ich sterbe durch eine Krankheit, hohes Alter, einen Unfall. Doctors. Durch Ärzte. The yoga teachers. Durch Yoga-Lehrer. At the end of it, I die. Am Ende sterbe ich. And the Hindus have thought, die Hindus dachten, people of India, im alten Indien, there is you. Sie sagen, es gibt etwas, ein Du, das fortbesteht, Leben für Leben, stages of suffering, etc. Es sich verschiedene Stadien des Leidens geht und schließlich erreichen sie das höchste Prinzip. That is what is called reincarnation, to incarnate over and over again. Das nennt man Reinkarnation, sich immer und immer wieder zu verkörpern. But asking, what is this thing that will continue? Aber wir fragen, was ist dieses Etwas, das fortbesteht? You understand? Verstehen Sie? What is this thing, you? Was ist dieses Etwas? Was ist dieses What is Du? You? Is it an actuality? Ist es etwas Wirkliches? Or something put together? Oder ist es etwas, das zusammengefügt wurde? Your name, your form, your culture, your character, your dependence, yourself, you follow, put together. Ihr Name, Ihre Form, Ihre Kultur, Ihr Charakter, Ihre Abhängigkeit, Ihr Leid, put together, alles zusammengefügt. Can be undone. Das, was zusammengefügt wurde, kann rückgängig gemacht werden. Verstehen Sie? I wonder if you understand this. That which has been put together by was das Denken zusammengefügt hat. Right? I am K. I have this, I am that, I am popular, I am etc. Ich bin K, ich habe dies, ich bin das, ich bin populär und so weiter. All das hat das Denken zusammengeführt. The thought which has created the image of me. Das Denken, welches das Bild von mir, dem Ich, erschaffen hat. Das Ich ist sein Bild. Opposed to your image. Und steht im Gegensatz zu Ihrem Bild. Please follow logically. This is so. Bitte folgen Sie logisch. Das ist so. So this thing that has been put together,
Diese Sache hat also das Denken zusammengefügt. Und wenn das Denken aufhört, löst sich die zusammengefügte Sache natürlich auf. Kann ich also, bevor ich sterbe, während ich lebe, diese Sache auflösen? Nicht am Ende, das ist zu billig. Das betrifft uns alle, der Tod. Therefore, that's very, very common. Er ist sehr, etwas sehr Alltägliches. Common. But whereas this thing that has been put together, diese Sache, by thought as culture, die das Denken zusammengefügt hat, als Kultur, als Namen, als Charakter, das Bild, welches das Denken ein Leben lang aufgebaut hat, dieses Bild ist das Bewusstsein. Verstehen Sie? Dieser Bewusstseinsinhalt kann beendet werden, während ich lebe. Das heißt, ich sterbe, während ich lebe. Man wartet nicht, bis der Tod am Ende des Lebens kommt, sondern lebt mit dem Tod, der das Beenden ist. With the ending of that, there is tremendous energy. Und wenn dies beendet wird, gibt es enorme Energie. See, with the ending of that, wird also das eine beendet, the cause of sorrow, die Ursache des Leids, is this. Dann ist das andere da. And with the ending of it, there is compassion. Und bei diesem Beenden kommt Mitgefühl. And with it comes intelligence. Und mit ihm Intelligenz. And if you want to go much further, wenn man noch viel weiter geht, not you, penetrate much further, noch viel weiter eindringt, dann ist das der Beginn der Meditation. Und damit wollen wir uns am Sonntag beschäftigen. May I get up and go? Darf ich aufstehen und gehen?